Liebe Kollegen, guten Tag. Ich bin Tatjana Ilarionova, eine Professorin aus Russland, aus Moskau. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mich diese Möglichkeit gegeben haben, irgendwelche eigene Geschichte über die Forschung zu äußern. Aber zuerst möchte ich die Deutsche Forschungsgemeinschaft zu ihrem Jubiläum gratulieren. 100-jähriges Bestehen ist natürlich ein Ereignis. Das ist ein Merkmal dafür, dass Ihre Institution von großer Bedeutung für die Entwicklung der Wissenschaft weltweit ist. Deutsche Forschungsgemeinschaft hat Tausende und Abertausende Forschungsprojekte unterstützt und mehrere Wissenschaftler sind für diese Unterstützung natürlich dankbar. Wie Sie gebeten haben, am Anfang möchte ich kurz über meine Position gegenüber Forschung und Wissenschaft präsentieren. Ich denke, dass die moderne Welt ist unmöglich ohne Wissenschaft und Forschung. In mehreren Ländern spielen Wissenschaftler eine bedeutende Rolle. Sie sind Berater für die Politik, sie sind neuen Entdecker für die Wirtschaft, sie organisieren mehrere Institutionen in sozialen Sphäre. Sie geben für die Mitbürger einen neuen Blick auf die Geschichte wie auch auf die Gegenwart. Und die Rolle der Wissenschaft können wir überall fühlen und sehen. Alle neue gute Dinge, die wir heute haben, sind gerade die Früchte von der Tätigkeit der Wissenschaftler. Ich bin Vertreterin des Geistes wissenschaftlicher Zweiges. Ich bin Geschichtswissenschaftlerin, eine Ethnologe. Ich bin eine Forscherin der Medienprozesse. Früher war ich als berufliche Journalistin tätig. Heutzutage mache ich auch journalistische Arbeiten. Ich redigiere zwei Zeitschriften und publiziere eigene Artikel sehr oft. Und diese Tätigkeit Journalistik und Forschung sind natürlich sehr nah zueinander. Und für mich diese neue Position als Wissenschaftler zu sein, war nicht sehr tragisch. Ich habe schon große Interesse, ich hatte ein großes Interesse zur Forschung, zur Erwerbung neuer Fakten, neuer Kenntnisse und für die Herstellung neuer Texte. Ich denke, dass für die Wissenschaft, und das ist mein Hauptgedanken, von großer Bedeutung für die moderne Forschung und Wissenschaft ist das Gefühl, frei zu sein. Ein Wissenschaftler muss ein freier Mensch sein. Alle Etappen der Forschung sind von dieser Freiheit der Forschung bestimmt. Als ich ein neues Thema sehe und als ich neue Wege in der Forschung finden möchte, ich muss mich als freier Mensch handeln. Diese Freiheit ist nicht nur als ein Wahl der Themen der Forschung, nicht nur die Freiheit der Forschung neuer wissenschaftlicher Methode. Die Freiheit der Wissenschaftler bedeutet auch bei der Zusammenfassung, bei der Herstellung der Endprodukte, der Texte und dieser Gefühl frei zu sein, ist meiner Meinung nach das Wichtigste
in dieser Sphäre. Ich glaube, dass in der Reihe von Menschenrechten und Freiheiten, die Freiheit der Wissenschaftler, das Wichtigste ist, weil ohne dieses Gefühl, weil ohne diese Position war neue Kenntnisse meiner Meinung nach absolut unmöglich. Forschung gibt auch eine Bonus, eine Präferenzen. Wissenschaftler ist möglich, wenn er in Kontakt zu den anderen Wissenschaftlern bleibt. Und deswegen ist unsere Tätigkeit eine aktive, eine bedeutende Sphäre für die Kommunikation. Das ist eine Möglichkeit, Kontakte, friedliche Kontakte, professionelle Kontakte weltweit zu festigen. Und ich glaube, dass diese Kontakte machen natürlich ein Netz von der friedlichen Kooperation der Länder. In der Situation, wo die Länder irgendwelche schlechte Zeiten haben, bedeutet trotz allem eine Hoffnung, dass es wäre besser gehen, wenn du wissenschaftliche Kontakte hast, weil diese Netze sind gerade als Hauptbasis für die alle andere Kommunikationen und Beziehungen. Wissenschaftliche Tätigkeit gibt eine sehr wichtige Präferenz zu reisen. Ich möchte sagen, dass für mich diese Konferenzen oder Rundtischgespräche, Kommunikationen mit der Kollegen im Ausland, wie auch mit den Kollegen in anderen Städten Russlands, machen immer wieder irgendwelche neue Gründe, noch reicher und reicher zu sein, reicher im Sinne intellektuelle Kommunikation, intellektuelle Kontakte. Und für mich als Professorin, die heutzutage zwei Richtungen hat, ich lehre, wie ich auch und ich auch forsche, ist die Forschung mir interessanter, weil bei dem Lehren kann ich, muss ich meine eigenen Kenntnisse wieder und wieder neuen Studenten übergeben. Und bei der Forschung bereiche ich mich selbst. Und dieser Unterschied ist für mich, naja, sehr bedeutend. Es ist viel interessanter zu forschen als zu lehren, glaube ich.